So, Leute, es geht weiter Runde 10. Ich muss das jetzt ein bisschen früher aufhören. Kam was dazwischen. Wir machen jetzt folgendes. Oh je, oh je. Ja, besser wäre ich den nicht gekillt kriegen, ne? Da haben wir schon alles erledigt. Ich würde wirklich sagen, dann gehen wir... Oh, ich komme nicht an den ran. Scheiße. 1, 2. Weißt du was? Ja. Machen wir auch. Hier hin. Sehr gut. So, dann ups. Gehen wir nach hier. Die Artillerie hier hin. Flak hier hin. So, dann erstmal so bleiben, ja. Jäger. Was? What? Nur ist Decks nur? Okay, da würde ich sagen, warten wir hier mal noch ab. Bomber können wir hier. Ja, das können wir machen. Die Flak decken ja sonst alles hier ab. Hm, bringt nichts. Gucken wir mal hier. Auch komplett nutzlos. So, dann hier oben. Okay, aber wir können mit denen schon mal als jetzt hier runter. Alle 5 Schusspunkte der US-Armee einnehmen, erfüllt. Elite-Belohnung, erhalte Horten HO 17, warte mal, 5, nee, 16, 17, 18 A mal 1. Was ist das? Ist das irgend so ein... Wir hatten eine Etappenbewegung. Du nicht, du müsstest das haben, glaube ich, ne? Ne, du auch nicht. Na komm, der geht heute ein bisschen weiter. Tschüss. Okay, ich habe keine Ahnung, was es ist. Wir werden es rausfinden. Ich tippe mal, das könnte. Ah, das könnte vielleicht ein US-Panzer sein. Das könnte vielleicht ein US-Panzer sein. Kann mich da aber auch jetzt stark irren. Orten? Ja, es könnte ein US-Panzer sein.
So, LA sieht ja schon mal ganz gut aus. Das Schiff kriegen wir wohl auch gleich platt. San Diego. Ja, wir müssen da durch. Lassen wir ein Ding hier offen. Ja, vielleicht so da unten das. Mal gucken. Weil er geht auf ihn. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil der hat so viel Leben. Das ist voll in Ordnung. Oh oh. Doch ne. Okay, so. Gehen nach hier. Die Wege sind weit. Junge, wie weit er fährt. Ich meine, wie weit er nicht fährt. Okay, wir werden noch ein bisschen brauchen. Also das Schiff hier macht momentan keinen Stress. Das ist klar, weil das kriegt gerade richtig eins auf den Senkel. Aber ich krieg's nicht weg. Ob es jetzt klappt. Das darf nicht wahr sein. Yes! Weg. So, ihr deckt den Kram hier. Flammenpanzer ist einfach Gold wert. Den ziehen wir einfach nach, weil er zieht das Feuer auf sich. Was schon mal ganz gut ist. Sehr gut. War jetzt nicht so geplant. Ja, ist nicht alles gedeckt, ne? Ja, wird jetzt problematisch. Hier hingehe 1, 2. Nee, dann ist eigentlich er hier noch am besten hier oben. Ah, jetzt muss es gehen, okay. Es gibt aber auch keinen Weg hier außen rum, oder? Nee, das ist übers Gebirge, kriege ich die Infanterie vielleicht, aber. Okay, dann müssen wir das halt so machen. Was hast denn du für eine Reichweite? Komm. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Da ist bis maximal hier gut. In der nächsten Runde haben wir die dann hier draußen. Passt ja dann. Das passt ja dann. Ich hab's geahnt. Nee, Freundchen.
Hat er gedacht, das könnte er jetzt hier. Oh, come on, da ist noch einer. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Ganz vorsichtig. Okay, wir haben ein Problem, und zwar Schiffe. Oh nein. Das ist doch jetzt echt nicht euer Ernst. Die Frage ist, wenn ich LA einnehme, ist es dann rum oder nicht? Elite-Ziel ist das hier. Also San Diego kommt mir da ein bisschen schwieriger vor, wenn ich den Weg da lang ziehe. Deswegen lasse ich das Feld mal noch frei. Ja, weil wenn ich das jetzt mache, dann ist das direkt fertig, ja. Bin gespannt, auf was er schießt. Ach, come on! Das sind auch Schiffe? Überlebenskampf war immerhin. War da was Gutes. Ja, ich muss
Gehen wir erstmal hier hin. Denn jetzt haben wir hier eine ganze... also die Schippe, das ist ja ätzend. Das mit den Schiffen ist ja richtig ätzend. Oh toll. Da steht eine ganze Armada. Ja, ich muss jetzt erstmal hier raus, weil sonst wird es hier richtig hässlich. Reichweite 3. Ach so, oh, okay. Geht nur ab hier. Nee, nee, komm hier hin. Ja, was machen wir jetzt mit den Schiffen? Was machen wir jetzt mit dem scheiß Schiffen? Der ist jetzt gleich außer Reichweite, das ist nicht das Problem, weil dann haben wir hier unten noch einen. Boah, das ist nicht feierlich, das da echt nicht. Mist. Wenn ich das mache, das ist... Nee, 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 das kann ich nicht machen. Ah, verflucht. Was mache ich denn jetzt mit diesen Schiffen? Wird ja runtergeschossen, ey. Okay, der muss. Na, wenn es ein Schiff ist, macht nur 2 Schaden, ja. What? Oh, jetzt geht er da drauf. Boah, es ist widerlich.
Ja, schön, dann müssen wir das hier kurz räumen. Da führt kein Weg dran vorbei jetzt. Okay, Flugplatz. Okay, da kommt er mit der Luftarmada an. So. Ja. Sehr gut. Okay, ich muss die Luftwaffe runterziehen. Das heißt, die müssen dieses Schiff da jetzt sich zur Brust nehmen. Weil das ja gerade extrem nervtötend ist. Hat der unten noch einen Flug? Ja, hat er. Das heißt, der wird unten noch Luftwaffe dann wohl möglich haben. Die dürfte es aber nicht mehr sein. Aber spielt keine Rolle. Also das Schiff ist egal, aber das Schiff da muss weg. Okay, Panzer. Artillerie erstmal hier hin. Machen, ja. Da können wir mal kurz rein. So, und der Rest sollte dann Routine für den sein. Das ist die mit der Tarnung, ne? Ja.
kommst du hier hin und kannst dann das dann nachher erobern. Weil ich glaube, wenn ich das jetzt erobere, dann wäre es dann halt direkt. Ja. Okay, aber mein Plan ist eigentlich so aufgegangen. Hat nicht alles perfekt geklappt, ja, muss man auch sagen. wir gehen hier hin. Na, bin ich nicht geschützt. Ja, klar. Komm hier hin. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich da unten an Typen erwartet. Ja, müssen die so schnell wie möglich es geht ein Ende bereiten. Was machst du an Schaden? Okay, du machst mal keinen Schaden, ist auch ganz nett. Okay, Bomber. Shit, Panzerabwehr, ja, okay. Grüß Gott, ja. Gut, das Schiff kann ja nicht auf alles schießen, ne? Das wollte ich nicht. Ich meine, das Schiff kann ja nicht alles angreifen. Ich hab nur einen Schuss. Nee, komm. Ah, Mist. Okay. Kommst du in einen Zug da rein? Ja. Flammenpanzer schon mal in Position. Aber wenn es gut läuft, kriegen wir es in der nächsten Runde hin. Okay, dann lass uns mal gucken, wie wir das jetzt machen am besten. Also, erst hauen wir mal eine hier rein. Machen wir mal ganz kurz hier. Okay, San Diego hätten wir. Sehr schön, und dann können wir jetzt hier rein. Uff! Wow, okay, das, die Mission ist nicht ohne. Absolut nicht. So, Schlacht um L.A. Phase 2 von Unternehmen Olymp ist abgeschlossen und wir liegen genau im Zeitplan.
So, mein Glückwunsch an Sie und Ihre Männer, General. Unser groß angelegter Feldzug mit dem Ziel, die Vereinigten Staaten zu Fall zu bringen, hat zwar gerade erst begonnen, aber ich wage zu behaupten, dass wir einen sehr guten Start erwischt haben. Jetzt, da sich die gesamte Westküste unter unserer Kontrolle befindet, hatten die verbliebenen Schiffe der amerikanischen Pazifikflotte keine andere Wahl, als in Richtung Panama zu fliehen. Aber da Hawaii und Pearl Harbor isoliert sind, stellt dieser Stützpunkt keinerlei Bedrohung mehr für uns dar. Okay. Gönnen Sie sich eine kurze Verschnaufspause und rüsten Sie Ihre Truppen neu aus. Anschließend erwarte ich von Ihnen, dass Sie uns auf der Phase 3 des Erfolges bescheren werden. Nee, doch erwarte ich von Ihnen, dass Sie uns in Phase 3 Erfolge bescheren werden. Okay. So, in diesem alternativen Kriegsverlauf endet die Schlacht um L.A. mit einem klaren Sieg für die Achsenmächte. Die Amerikaner hatten zwar Verstärkungen geschickt, um ihre letzte Bastion an der Westküste zu halten. Doch die Verstärkungstruppen waren nicht in der Lage gewesen, die schweren Panzer der Deutschen zu überwinden, die den Weg zur Stadt der Engel blockiert hatten. Die Belagerung selbst dauerte nur relativ kurz an, war jedoch geprägt von blutigen Häuserkämpfen, die auf beiden Seiten hohe Verluste forderten. Letzten Endes war L.A. so wie der Rest von Kalifornien und des Bundesstaates Oregon und Washington nicht in der Lage, den Ansturm der kombinierten deutsch-japanischen Invasionsstreitmacht standzuhalten und eine Besatzung zu verhindern. Und so stand nach lediglich 3 Monaten die gesamte Westküste der Vereinigten Staaten unter Kontrolle der Achsenmächte. Okay, ich gucke mal gerade, ob dieses K.O. hier drin ist schon. Ja, das ist es, aber was ist das? Artillerie oder so. Also, das Schiff hier kann man schnell plätten, aber dass hier nochmal eine ganze Armada von Schiffen steht, das ist heftig. Also hier würde ich wirklich empfehlen, wenn ihr da spielt, holt noch einen Langstreckenbomber mit. Weil der kann diese Schiffe erreichen, kann die plätten. Ich habe das jetzt nicht gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass da Schiffe in der Bucht noch sind. Der kann ja ahnen, dass hier Schiffe sich ihren... LA-Verteidigung ist eigentlich nicht so stark. Ja, also die Artillerie ist hier und die Flak ist halt echt minimal. Die Infanterie ist halt gut hier verschanzt oder so. Ja, gut, okay. Aber mit wenig Streitmacht und Artillerie habe ich das hier eigentlich gut geplättet. Das Heftige war hier. Also du machst eine Welle platt, kommt die nächste Welle. Machst die nächste Welle platt, kommt die. Ich glaube, ich habe 4 Wellen. 4 Wellen, wo ich geplättet habe. 5 vielleicht sogar. Ey, guck dir das an, da ist noch Luftwaffe. Ja, Wahnsinn. Da ist ja noch Luftwaffe. Also man hat 30 Runden Zeit, ich hab's knapp der Hälfte geschafft. Auf dem Schwierigkeitsgrad ist das gar nicht so schlecht. Ja, ach, das da oben wollte ich ja eigentlich auch noch plätten. Ja, ist egal. Ja, hat gut geklappt. Ja, Verluste kriegst du halt einfach, ne? Das ist halt einfach, das ist Wahnsinn, was dir da einem entgegengeschickt hat. Der helle Wahnsinn. So, das heißt, jetzt ist Phase 2 abgeschlossen. Moment mal. Ach, das ist das. Wir kriegen einen Jäger. Oder einen Bomber? Das ist ein Bomber, oder? Luftziele ist nämlich echt gering. Sehr gering, würde ich sogar fast behaupten. Ne, wir kriegen einen Bomber. Müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht sogar die Bomber auch umstellen, wenn die besser sind. Ja, auf jeden Fall. Also da mache ich auch keinen Angst drum, das aufzumachen, wenn das nötig sein sollte. Denn die Fokker Wolves kommen jetzt mal langsam in die Jahre, die Bomber. Obwohl sie noch gut sind, auf jeden Fall. Also sie machen auch ihren Job richtig gut. Sie können halt, ja, was heißt, sie können halt angreifen, aber, warte mal, wenn der 12 hat, lass mal gucken, der hat im Angriff auch 12. Gut, der würde halt jetzt ein Feld mehr kosten, aber wäre halt effektiver, es wären halt 2 Felder. Ja, das würde ich überlegen, die umzustellen, denke ich schon. Was die Jäger angeht, ja, muss ich halt, weiß ich noch nicht. Ich finde die eigentlich... Die sind jetzt nicht die besten, diese Fokker Wolves, aber ich finde halt ihre Animation, also ihr Kampfding, sieht schon richtig geil aus. Hat schon was.
die Überlegung ist mit den Pandern 2, aber ich finde die Panda halt eigentlich schon ganz gut. Klar, die haben kriegen ein bisschen Probleme, aber ich finde, dass die ihren Job richtig gut machen, also das geht schon. Artillerie bin ich eigentlich so relativ sehr zufrieden. Ich bin halt so ein bisschen gespalten, was das Geschütz hier angeht. Da bin ich schon sehr gespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite mal wieder so, Also, es macht halt Schaden schon bei schweren, aber bei leichten ist es halt echt, ja. Also, es hat hier auf jeden Fall sehr geholfen. Es hat halt 4 Feuer auf sich gezogen. Das hat halt schon geholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Und dann gehen wir nach Nordkalifornien, weil das ist ja noch offen. Und dann werden wir auch entscheiden, welchen Weg wir gehen, mit welchen Truppen wir den Weg holen. Aber ich denke, dass ich es wohl mit Südkalifornien machen, weil wir haben da jetzt das Geschütz schon. Hinzu kommt noch der Bomber, wo wir gekriegt haben. Da müsste schon bei dem anderen, müssten wir schon was Gutes geben, um zu, dass ich da mich umentscheide. Und bei dem anderen müssen wir, glaube ich, eh komplett umstellen, weil da werden wir mehr auf Infanterie gehen, wenn das stimmt, was da gestanden hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Dann geht's weiter. Bis dann und ciao.